Hi Leute, ich bin's wieder, eure Anni, und ich habe mich entschieden, euch diese Woche ein bisschen mitzunehmen. Für einen ganzen Tag reicht es wahrscheinlich nicht, aber diese Woche steht ein bisschen was an. Wir wollen jetzt tatsächlich in den Serengeti-Park fahren. Morgen machen wir einfach einen Pooltag und am Donnerstag habe ich Geburtstag. Ich denke mal, da werden wir auch noch ein bisschen mitfilmen. Ich wünsche euch erstmal ganz viel Spaß bei dem Video und wir legen direkt los. Hast du deine Sonnenbrille gefunden? Ja, hier. Super. Dann fahren wir mal los, ne? Papa, wie sehe ich aus? Super. Freust du dich, Henry? Mhm. Ja. Sehr schön. Los geht's. Living life, every day, late at night, not okay, all I want. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just give. Okay, wir sind jetzt angekommen, theoretisch. Allerdings scheint es sehr, sehr voll zu werden. Sehr, sehr voll. Wir stehen im Stau. Vom Parkplatz. Vom Parkplatz, ja. Es kann nur vom Parkplatz sein. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht und auch keine Ahnung, wie weit das noch ist bis dahin. Wir stehen erstmal und schleichen langsam hinterher. Ich möchte mit drauf. Du möchtest mit drauf? Du kannst mal winken. Okay, also wir sind inzwischen zwar angekommen, aber es ist so voll. Es ist so voll. So, wollt ihr Stopp schreien oder soll ich so stehen? Stopp! Sonst könnte ich auch noch ein bisschen weiter vor, dann hättet ihr die Bäume vielleicht nicht. Ja, manchmal habe ich die auch. Passiert nicht so oft, würde man sagen, aber. Jetzt haben wir genau den Bursch davor. Nee. Was? Noch weiter? Ihr schreit Stopp. Das ist sehr schön. In the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive. So, mit der Tour sind wir jetzt durch mit der Bustour. Wir haben jetzt gerade was gegessen, eine kurze Pause gemacht und der Mini drängelt die ganze Zeit, dass wir in den Park gehen wollen. Das heißt, wir gehen jetzt direkt einmal Richtung Abenteuersafari, also Richtung Freizeitpark und gucken mal, was wir da so finden. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay, all I want. Und irgendwie bin ich schon wieder an dem Indoor-Spielplatz. Rutsch mal einen rüber. Geh mal auf die Seite, Henry. Wir machen zusammen. Komm, wir rutschen zusammen. Wir rutschen zusammen. Warte. Wieder an, nee, setz dich hin. Auf deine Seite, wir halten uns an der Hand. Willst du schön oben laufen? Und los geht's. Weiter geht's! Bis hoch! Bis hoch! Jawohl! Gut gemacht! Ist das cool? Macht Spaß? Ja! Okay, wir sind jetzt schon wieder an einem Spielplatz hängen geblieben. Also mit Kind bleibt man wirklich an jedem Spielplatz kleben, aber es ist sehr, sehr schön. Es ist nur sehr, sehr heiß. Wir brauchen langsam mal eine Abkühlung. Aber ja, ich bin sehr, 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 sehr froh, dass wir das erleben können. Das ist wirklich schön. Besagter Spielplatz. Yeah! Werden sich von Jagdbeute Okay, wir sind jetzt wieder auf dem Weg nach Hause, sind jetzt gerade am Auto angekommen. Wir waren jetzt, glaube ich, 6 Stunden ungefähr hier und das reicht jetzt auch. Wir sind alle fix und fertig. Es war aber so schön. Es war wirklich so, so schön.
So, wir sind jetzt wieder zu Hause angekommen und alle fix und fertig. Wir sind doch alle schon bettfertig gemacht und ich werde auch gleich schlafen gehen. Es ist, glaube ich, 9:30 oder so. Aber ich bin so unfassbar dankbar für den Tag, dass wir das erleben konnten zusammen und vor allem auch, dass ich das meinem Kleinen ermöglichen konnte. Ich glaube, ich habe den noch nie so aufgeregt gesehen wie heute. Also, der ist auch zufrieden mit ein paar Spielplätzen. Also, ich glaube, der Spielplatz war auch so sein Highlight, aber er war so aufgeregt, weil er noch nie Bus gefahren ist vorher und die ganzen Tiere und die ganzen Karussells und es war ein so schöner Familientag, der jetzt leider schon wieder zu Ende ist. Irgendwie rast die Zeit auch immer dahin, ne? Ja, morgen muss ich noch ein bisschen was einkaufen für Donnerstag, will noch einen Salat fertig machen, bekomme dann nachmittags Besuch von KollegInnen und da wollen wir ein bisschen in meinen Geburtstag reinfeiern und ich denke mal, mit Henry und meinem Mann werde ich einfach ein bisschen einen Pooltag machen, das habe ich ja schon mal kurz erwähnt. Würde also sagen, ich melde mich morgen wieder bei euch und wünsche euch noch eine gute Nacht. Guten Morgen. Also ich weiß nicht, wo ich angekommen bin, dass ich so mal ein Video anfange. Aber ich färbe jetzt meine Haare bzw. meine Strähnen nach. Deswegen habe ich die hier schon einmal abgeteilt und abgeklemmt und deswegen sehe ich gerade auch mehr als bescheuert aus. Aber das muss unbedingt gemacht werden, ansonsten finde ich nämlich meine Strähnen nicht wieder. Und da benutze ich die Farbe, die ich in letzter Zeit immer benutzt habe. Das ist von Illumin Goldwell, dieses Pink at All. Ja, und bevor ich die Strähnen, wie gesagt, nicht wieder finde, fange ich jetzt da einmal mit an. Mache das einmal wieder schick und dann ist das so zum Urlaub auch wieder fertig. Danach muss ich einmal Koffer packen und dann müssen wir noch einkaufen fürs Grillen. Also wird auf jeden Fall knackiges Programm heute, aber jetzt erstmal schnell Haare färben. Okay, also falls das irgendwelche Friseure sehen, bitte bekommt keinen Anfall. Ich weiß, dass das semi-professionell ist. Vor allem merke ich gerade, dass ich meine Handschuhe vergessen habe. Für mich reicht's aber. Einen Moment. Ja, also so viel zu sehen wie professionell, ne? Aber für mich reicht es. Es erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck und die Strähnen werden eigentlich immer ganz schön. Normalerweise vergesse ich die Handschuhe nicht. Das ist der Stress im Moment, deswegen habe ich es jetzt mal ganz kurz vergessen, aber haben wir ja jetzt nachgeholt. Das Lästige daran ist tatsächlich nämlich immer das Abteilen der Strähnen. Deswegen mache ich das auch so selten, obwohl ich eigentlich öfter färben müsste. Gerade im Sommer hält die Farbe nicht so gut. Die wäscht sich halt relativ schnell raus, ne? Aber wenn man das Abgeteilte einmal hat, ist es eigentlich halt so schlimm. Sieht halt nur maximal bescheuert aus, ne? Aber auch das ist okay. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass ich mittlerweile eine alte Brille aufsetze. Also das ist ja die, die ich vorher hatte. Die habe ich aber, man sieht es glaube ich gar nicht mehr, mit Haarfarbe versaut, weil mir die Haarfarbe da reingetropft ist. Das ist halt mittlerweile eine alte Brille. So, ich lasse das jetzt einmal einwirken und nach 30 Minuten wasche ich es einmal aus. So, also ich habe jetzt meine Haare einmal ausgewaschen. Man kann es auch ein bisschen sehen, ne? Also, können vielleicht mal Licht anmachen. Weiß ich nicht, wie gut man es jetzt sieht. Sind halt jetzt noch nass, ne? Aber sieht auf jeden Fall sehr viel besser aus als vorher. Ich komme gleich, mein Schatz. Habe mich jetzt einmal angezogen schon mal. Ich ziehe nachher noch einen Gürtel an, damit das ein bisschen enger wird. Und dann ist das mein Outfit für heute. Ich will jetzt aber einmal Koffer packen. Wir fahren ja am Freitag in den Urlaub, also Vanessa und ich. Und dafür muss ich jetzt erstmal einmal Koffer packen. Ich fange jetzt erstmal mit den Klamotten an. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr heiß. Das heißt, ja, ich nehme ein paar Tops oder so mit. Ich habe keine Ahnung. Ich gucke einfach mal. Mach das jetzt schon mal, weil morgen am Geburtstag ist wahrscheinlich nicht besonders viel Zeit dafür. Und dann habe ich es schon mal fertig. Ja, also lege ich damit jetzt erstmal los. Living life, every day, late at night, not okay, all I want,
and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just get by. Okay, also. Ich kann definitiv noch nicht alles einpacken, weil ich noch da den Wäschekorb einmal waschen muss. Ich habe mich jetzt tatsächlich dazu entschieden, einfach, wir fahren halt 3 Tage weg, ne? 2 Kleider mitzunehmen. Einmal das hier und das Leo-Kleid, das muss ich noch einmal waschen. Habe 2 kurze Leggings dazu eingepackt. Falls wir irgendwie, ich mir überlege, doch mal eine Jeans anzuziehen, eine Jeans und einen Top. Hier ist noch eine lange Leggings unten drunter. Hier ist ein Cardigan, da packe ich noch einen anderen mit dazu. Habe auf der anderen Seite jetzt schon mal Badesachen eingepackt und ein paar Socken. Unterwäsche fehlt halt dann noch und der Kulturbeutel. Und dann bin ich tatsächlich schon fertig. Mehr brauche ich nämlich einfach theoretisch nicht mitnehmen. Ja, 2. Koffer darf diesmal wahrscheinlich zu Hause bleiben. Ich habe halt letztes Mal den Fehler gemacht, dass ich viel zu viel mitgenommen habe. Ich habe, weiß ich nicht, 2 Drittel der Klamotten das letzte Mal gar nicht angezogen. Das heißt, ich mache den Fehler jetzt nicht nochmal, packe also einfach nicht so viel ein. Und das, was ich dabei habe, wird dann reichen müssen. Oder wir müssen halt was kaufen, wenn das nicht sowieso passiert. Also, genau. Aber ich denke mal, ich werde den größten Teil dann heute oder morgen fertig packen können. Und dann bin ich dafür auch schon gut vorbereitet. So, wir fahren jetzt einmal zum Einkaufen. Wir müssen das Zeug zum Grillen noch einkaufen und fahren jetzt erstmal los. Wait a minute. Ja, was machst du denn? Guck mal. Ja, sehe ich, aber das brauchen wir nicht, Schatz. Das bleibt da, glaube ich. Das bleibt da, ja. Oder was bleibt da? M&M's. Achso. Was? Die sind da drin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na dann los, weiter geht's. Keine Ahnung, das Schatz. Bleibt da. Das bleibt hier, komm. Komm, dein Wagen ist schon ganz voll. Hm? Hier sind über die Hupe freut. Wir sind vom Einkaufen wieder da und ich mache jetzt hier erstmal den Salat. Ich mache für morgen so einen griechischen Bauernsalat. Und danach mache ich noch einen Dip für morgen und wenn das fertig ist, dann machen wir uns einmal fertig und gehen einmal runter hinten an den Pool. Es ist super warm draußen. Ich muss mich jetzt auch echt ein bisschen ranhalten. Mein Besuch kommt nämlich gleich schon und ich möchte es unbedingt noch fertig haben, damit mein Stresslevel mal ein bisschen minimiert wird. Dann wird es hoffentlich auch etwas entspannter. In the next life to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just want to be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many different. So, ich habe jetzt alles fertig vorbereitet. Hier haben wir erstmal den Bauernsalat, eine Riesenschüssel voll. Einmal unseren weltbekannten Dip oder er war Vanessas Dip und ich liebe den. Ich mache den auch immer zu solchen Gelegenheiten. Und hier habe ich für heute nochmal was vorbereitet. Ein bisschen Mais mit Kräuterbutter, das nachher auf den Grill kommt. Eigentlich kommt das in solche Schalen, so eine vorbereiteten. Ne? Ich hatte jetzt keine, deswegen kam das jetzt einfach einmal da rein, provisorisch in Alufolie. Wird aber auch funktionieren. Das bringen wir jetzt alles einmal runter und dann werden wir uns wahrscheinlich erstmal alle in den Pool schmeißen. Wir sind jetzt schon mal reingehüpft und warten auf den Besuch. Da hinten ist auch der Kleine. Und genießen gerade das Wetter. Ich bin auch hier. Ja, du bist auch hier. Ah! Guten Morgen. Also ich glaube, ich war um 3 im Bett oder so, 2:30. Bin echt nicht gemacht dafür. Es ist jetzt um 8 und ich muss jetzt wieder aufstehen. Wir sind nämlich zum Frühstücken verabredet, also stehe ich mal auf.
So, wir sind jetzt inzwischen im Auto. Ich sag immer so vorher, ne? Jetzt sehe ich auch nicht mehr ganz so verklatscht aus, sondern ein kleines bisschen wacher und jetzt geht's auch wieder. Und ja, wir fahren jetzt erstmal zu meiner Mama zum Frühstücken und ich melde mich dann einfach nachher irgendwann wieder. Das ist auch so ein Buch. Schmackes. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of coke. Ich habe mich gestern Abend tatsächlich gar nicht mehr gemeldet. Es ist jetzt 6.30 Uhr ungefähr, schon am nächsten Tag. Ich bin einfach nur noch ins Bett gefallen, relativ früh auch. Es war sehr, sehr viel los die letzten Tage. Es war aber ein super schöner Tag gestern. Ihr habt ja kurz gesehen, dass Vanessa da war. Wir haben wieder so eine kleine Rätseljagd gehabt, damit ich Geschenke auspacken durfte. Und ich hatte ja ansonsten auch noch relativ viel Besuch und ja, es waren, wie gesagt, sehr, sehr schöne Tage, aber ich bin jetzt auch erstmal froh, dass der Tag vorbei ist. Es war nämlich auch sehr, sehr stressig. Ich muss mich jetzt auch gleich fertig machen und fahre wieder zu Vanessa. Wir fahren nämlich jetzt in den Urlaub. Also jetzt in einer halben Stunde quasi muss ich losfahren. Das wird aber ein eigenes Video. Also ich würde gerne das Video jetzt hier einfach an der Stelle beenden. Möchte mich noch bei euch bedanken, dass ihr dran geblieben seid. Wünsche euch einfach noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr das Video seht. Hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin. Tschüss.